Willkommen zurück zu Dark Souls. Beim letzten Mal haben wir unter anderem die Manus besiegt. Wussten dann halt nicht, wie beschwören wir dann jetzt hier den Drachen oder wie können wir gegen ihn einfach kämpfen. Hab mich dann mal informiert, wie wir dann da oben in den Turm reinkommen und all so ein Dreck. Und dann habe ich ja noch gesagt, ich hole beim Offscreen meine Seelen wieder. Das hat gut geklappt. Ich bin einfach in den Tod gestürzt. Und zack, bei uns sind wieder 60.000 Seelen. Einfach mal weg, hey! Die Seelen, die wir jetzt hier mühsam geholt haben für den Kampf gegen Manus. Und ja, bin halt auf dem Weg dahin, unten gleich bei den ersten zwei Menschlichkeit, die da sind, einfach mal mit denen gemeinsam in den Tod gestürzt. Und das war ein Spaß für die ganze Familie, das kann ich euch sagen. Und naja, war halt lustig. So, und warum wir jetzt hier sind? Einfach aus dem Grund, weil wir brauchen einen Schlüssel. Den Schlüssel sollen wir irgendwo hier in dieser Stadt finden können. Wo ungefähr, meine ich schon zu wissen, weil wir hatten ja auch die eine Truhe da gesehen, wo ich mir so dachte, wie kommen wir denn da ran? Und ja, jetzt werden wir halt tatsächlich versuchen, da irgendwie hinzugelangen. Hallo, Ella. Und dann schauen wir mal, ob wir das dann so hinkriegen, wie ich mir vorstelle. Glaube aber schon. Hoffe ich. Weil sonst müssen wir mal gucken. Au. Du Penner. Ja, dich meine ich. Du bist ein Penner. Und ich korrigiere, du bist tot. Eine grüne Scherbe, das ist wenigstens etwas. Du ja. Ja, natürlich. An dem Wandstück oben bin ich hängen geblieben und er sagt einfach mal nö. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Gut. So viel dazu. So, also gehen wir zurück in dieses Gebäude da unten rein, war das, glaube ich. Wo wir dann rein müssen, um dann irgendwie weiterzukommen. Wo halt auch die Truhe auf uns noch wartet. Ich hoffe, in dieser Truhe ist tatsächlich der Schlüssel drin, den wir suchen. Also alles, was ich weiß, ist halt, es soll hier irgendwo in Olasiel halt sein. Wo genau, habe ich aber keine Ahnung von. Weil ein bisschen was muss ich auch selber erkunden, ne? Geht ja nicht, dass ich mir hier alles vorsagen lasse. Das möchte ich auch gar nicht. Aber halt, wenn... Ich habe mir halt auch schon so ausgemalt, es könnte ja auch sein, dass dieser Schlüssel oder generell irgendwas... Keine Ahnung, irgendwo... Och, ich weiß auch nicht. In den Untiefen sein könnte oder sowas, weil das jetzt da gespawnt ist, weil wir Manus getötet haben und all so ein Dreck. Weißt du, es ist halt solche Sachen, die du halt einfach nicht wissen kannst, einfach weil du das Spiel nicht so bis zur Vergasung halt kennst. Ne? Genauso wie halt die Geschichte mit den zwei Golems, die du töten musstest, um überhaupt hier in das Gebiet reinzukommen. Ne? Das sind halt so Sachen, die kannst du eigentlich nur unschwer wirklich halt wissen. Das sind so Sachen, die musst du halt lernst halt über, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Spielstunden. Nachdem du halt alles dann nochmal abgelaufen bist im NG Plus und Plus Plus und Plus 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 Plus. Also was. Und irgendwann hast du dann vielleicht herausgefunden, Mensch, dieser Golem hier steht ja sonst normalerweise nicht hier. Und so was. Ich meine, ist natürlich cool, aber halt. So, wenn du halt Sachen für dich halt alleine rausfinden willst und sowas, ist das schwierig. Na, und deswegen versuche ich mir halt nur das Nötigste halt irgendwie zu googeln. Ja, natürlich, ja, unbedingt. Kam da einer von unten wieder, von oben wieder herabgefallen. Oh, oh, wow, 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 wow. Ich hab mein Noobring, mein wunderschöner Noobring. So, oh, da kommen noch mehr. Und ich habe eigentlich kein Leben mehr. Komm. Nein, das war selten dämlich. Ich wollte attackieren, einfach mal zwischendurch. Es war sinnfrei. Ihr seid gestorben. Yay, wer hätte es nur gedacht, dass wir hier sterben? Hey, ich hätte es gedacht. Ich weiß es. Natürlich sind wir hier, hier will ich gar nicht hin. Hier, teleportiere mich mal nach Stadt Olasiel. Und dann gucken wir mal.
Irgendwie kommen wir schon wieder nach dahin und werden die Weltschaft an mich reißen und gegebenenfalls auch ein, zwei Seelen. Hallöle, hallöle. Ich bin noch gerade am Überlegen. Ja, komm. Was soll der Geiz? Dann machen wir mehr Schaden, hauen sie schneller um und so weiter. Füllen wir mal eben unsere Menschlichkeit hier auf, dass es wieder auf 10 ist. Und dann machen wir auch wesentlich mehr Damage. Damage! Und die Dinger fallen einfach wesentlich schneller um und wir müssen auch weniger drüber nachdenken. Ne? Ist halt so mein Gedanke dahinter jetzt. So, noch zwei. Ein noch. So. Und weiter. Ich dachte jetzt schon, jetzt falle ich da runter. Aber nö. Hallöle. So, jetzt sterben sie nämlich schon mit zwei Hits, brauchen keine drei Hits mehr. Das ist ein ganzer Hit, den wir dann jedes Mal bei denen sparen. Einfach nur, weil... Weißt du, da haben wir schon den Noobring und sterben immer noch. Das ist mal wieder typisch ich. Kuckuck. So. Dann hier mal ums Eck rennen und einfach auf ihn drauf zu. So. Ich weiß, never rush Dark Souls, aber manchmal denkst du nur so, na, ich krieg das hin. Ich krieg das hin, bestimmt. Und wenn nicht, dann sterbe ich halt und versuche das halt nochmal, bis ich das dann so hinkrieg, wie ich das gern hätte. So. Und weiter im Text. Kann doch nicht so schwer sein, jetzt hier irgendwie einen Schlüssel zu besorgen. Und dann halt so die Frage, was erwartet mich hinter der Tür? Ich habe keine Ahnung. Kuckuck. Kuckuck hier, Kuckuck da, Kuckuck dort und überall. Wow. Guckt der wieder an. Wow. Au! Patscht er mich einfach an mit seiner fetten Klaue da. Gib mir dein Item. Eine grüne Scherbe. Yeah! Mal wieder so tun, als wäre ich ultra männlich. Das machen Männer doch immer so beim Fußball und so weiter. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Wow! Dich habe ich gesucht, Kollege. Dich habe ich gesucht. Fängt ja schon wieder gut an. Heilen wir uns mal so ein Stückchen. Nehmen unsere Sachen mit. So, dann fällt jetzt hier wahrscheinlich irgendwo einer von oben herab. Da. Dann sind wir den schon mal los. Können den Rest vom Schützenfest hier pullen. Hey, ihr da. Ja, ihr da. Pull. Au. Au. Das fängt ja schon wieder gut an. Gut, ich hätte sie auch mit dem Bogen pullen können. Ich weiß. Das kann aber jeder. Trinken! Wow. Es war ein Fehler, es war ein Fehler. Ich weiß. Wow, 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 wow. Einfach nur wow, weißt du? Einmal so ordentlich wow. So, meine Güte. Muss ja auch unbedingt den schweren Weg nehmen und nicht alle einzeln pullen. Never war stark so, ich weiß. Ja, trotzdem. Einfach mal bei hier, weißt du? War mal endlich da drüben mal, wo der Typ da steht? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir da je nochmal hinkommen? Ich habe keine Ahnung. Was weiß ich eigentlich? Was auch immer du da machst, es macht ganz schön viel Kraft. Achso, du hast da Nebel gemacht, okay. Du bist genehmigt. Gib mir dein Item. Ein grüne Scherbe ist nie verkehrt. Und zwar hier nichts weiter, ne? Nee. So, dann erledigen wir jetzt den Rest hier. Hallöle.
Wow. One-Shot-Wonders hier. So. Da muss ich jetzt ganz kurz überlegen, wo geht's denn hier nach oben? Das war, glaube ich, hier durch die Tür, ne? Also durch die Tür ohne Tür. Durch den Durchgang. Machen wir wieder hier und dort und überall einfach mal Looky-Looky machen hier. Nicht, dass uns hier was überrascht. Oh, der hat was gedroppt. Auch eine große Scherbe. Jetzt kriegen wir echt hier von diesen Mistdingern 300.000 Sachen entgegengeworfen. So, die Frage ist halt jetzt, wie kommt man da jetzt rübergesprungen? Wir hatten das ja jetzt hier schon versucht gehabt. Nee, das reicht nicht. Dann versuchen wir jetzt mal da drüben hinzukommen, wo der eine da einfach nur am Abdancen ist. Das ist halt, wie gesagt, hier die Stelle, wo halt die eine Truhe da auf jeden Fall um die Ecke steht, wo ich mir so dachte, irgendwie muss man da doch hinkommen. Irgendwie kommt man da bestimmt auch hin. Frage ist nur, wie, wo und wann kann man hier vielleicht durch? Nein. Natürlich nicht. Kann ich hier vielleicht einfach rüberrollen? Ja! Bams. So nett, dass du mir einfach entgegenkommst und einfach mal stirbst. Sieht aus wie ein Mimikry. Ja. Und tot. So, was hast du Schönes drin? Wappenschlüssel. Hey! Das ist doch bestimmt das, was wir brauchen. Oder es ist für irgendeine andere Tür. Das kotzt mich ja in, oder hat mich angekotzt in Lords of the Fallen. Du bekommst 300.000 Schlüssel so entgegengeschmissen. Du weißt manchmal gar nicht, wofür jetzt genau. Am Ende hast du das Spiel durchgespielt und hast nicht mal die Hälfte der Schlüssel gebraucht. Ne? Oder aber ich bin einfach nur blöd und blind. Also blöd, ja. Blind wage ich zu bezweifeln. Gut, manchmal habe ich vielleicht ein paar Tomaten auf den Augen, aber trotzdem. Muss ich es ja nicht übertreiben. Mhm. Versuch's mit Angreifen. Ach, das ist hier das, was wir da runtergeschossen hatten. Ja, ja, ich erinnere mich. Gut. Na, dann war halt hier eine Leiche, die jetzt hier auf dem Boden liegt und so. Okay. Ich würde jetzt aber gerne doch nochmal versuchen, da irgendwie rüber zu springen. Irgendwie. Irgendwie muss das doch gehen. Oder nicht? Ich hätte jetzt gesagt, halt am ehesten halt hier auf die Planke, die da vorne guckt. Hier ums Eck kann ich sowas von knicken. Also wahrscheinlich halt hier so schräg rüber und dann da auf die Planke, die da geradeaus ist. Ja, ich meine, das hätte ich schon mal versucht. Ja, gut, spring nicht. Das ist immer gut, wenn du einfach mal nicht springst. Das ist, grandios. Nee, ich weiß auch nicht. So, jetzt aber halt nochmal mit Sprungversuch tatsächlich. Und dann nehmen wir halt einen Heimkehrknochen, je nachdem, ob wir es geschafft haben oder nicht. Und teleportieren uns halt wieder zurück nach Hause. Also, nach Stadt von Olossiris Bonfire. So. Nein! Kurz davor hat er angehalten. Na gut, dann lassen wir es dabei. Ich meine, wir haben jetzt das, was wir brauchen. Und dann können wir jetzt auch wieder gehen, glaube ich. Danke, Knochen. Benutzen. Ja, zum letzten Leuchtfeuer. Unbedingt. Ach, dann sind wir wieder hier. Oh. Teleportieren! Stadt Urlaubs hier. Oder Olasiel, keine Ahnung, frag mich nicht. Olasiel. Das ist Mammutdeutsch, Mammutenglisch. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit diesem Schlüssel da irgendwie weiterkommen. Wäre schön. Irgendwie. Mal Looky Looky machen hier und dort und überall. Ja,
Wir hören da wieder irgendwelche Klingenwetzen. So, öffnen. Wappenschlüssel benutzt. Yay! Aufklettern. So, was haben wir hier für Nachricht? Vor dir, Charmeur. Okay. Du siehst mir irgendwie bekannt aus. Ähnlich wie der... Wie der andere Riese, der Schmied. Er hat aber auch einen rostigen Helm auf. Ich dachte, erst ist Blut, aber es ist Rost. A visitor have we. Thou must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. A little help to thee, I'm afraid. Okay. Was können wir denn bei dir kaufen? Wegesmarkierung dient auch zur Höhenmessung. Ach so, das Ding. Kann man wieder Scherben kaufen? Gauks großer Pfeil, okay. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 70 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At our twilight, old thoughts return. Great waves of nostalgia. Okay, hast du noch was zu sagen? There's very little to be said. What good is a dog with no hair to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Also er ist ein kleiner Emo. Okay, er sagt dasselbe wie von uns auch. Gut, also Drachen. Farewell, human. Lead thy life as thou seest fit. Ja, und wir haben ja einen Drachen, aber der sagt jetzt dazu nicht noch irgendwie was Besonderes, oder? Doch. Ja, der Drache ist voll böse. Yes, I thought as much. He's called Calamit. Ferocious dragon indeed. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but... My intent is to persevere to the bitter end. Ja klar, immer. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now watch and see how Gloth hunts dragon. War mal ein großer Bogen. Spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Okay, das heißt jetzt, wir können jetzt wahrscheinlich den Drachen jetzt besiegen, dadurch, dass er jetzt am Boden ist und nicht mehr fliegen kann, ja? Hoffe ich, glaube ich, ohne Ahnung zu haben. Oh mein Gott. Und wieso überhaupt konnte er schießen, wenn er doch sagt, er ist blind? Hä? Hä?
Ich hab keine Ahnung. Also echt, keine Ahnung. Nein, ihr gebe ich jetzt immer noch nicht das Ding. Ich meine, man kann da immer noch eine Waffe draus schmieden aus der Seele. Was ich eigentlich ganz cool fände. Muss man halt nur gucken, was das jetzt für eine Waffe ist und sowas, ne? Das Übliche. Kennt man ja. So, dann gehen wir jetzt wieder nach unten hier. Müssen wieder aufpassen, es kommen ja 30 Millionen Hunde. Hundis! Yay, Hunde! Tausende und ein Dalmatiner kommt jetzt. Na, jetzt kommt. Ja, feiner Hund. Feiner Hund. Ja, ein ganz feiner. Ja, hau mich an. Ja, jetzt haben wir da hinten ein Nebeltor. Ja, großartig. Ich freue mich schon. Der Drache hatte ja schon sowieso so ein Feuerdingens gemacht, wo du ja einfach nur denkst, so wie T-Ultra-Elf. Und wie soll es jetzt werden im richtigen Bosskampf? Ich habe keine Ahnung. Ja, lass das mal hier. Ne, aber, naja. Tolle Aussicht. Naja, war ich mal zu bezweifeln. Pass auf, Leuchtfeuer. Ja, wahrscheinlich, auch wenn ich ihn getötet habe, dann erscheint da wahrscheinlich wieder ein Leuchtfeuer oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber naja, das sehen wir halt dann, wenn es dann in der nächsten Folge dazu geht, ja, ihn hier irgendwie zu töten, ne? Also dann, bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, ne? Tschüss!